Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin's, Marco, dein Deutschlehrer und Mitschüler des Lebens. Schau dich um. Ist das nicht herrlich? Es hat endlich in Berlin geschneit. Oh, sieht total herrlich aus, finde ich. Ja? Also einmal gibt es endlich Schnee und ist auch schön hell für den Winter. Ja? Normalerweise ist es sehr dunkel, oder manchmal ist es sehr dunkel im Winter, aber es ist recht hell für den Winter und die Sonne scheint. Also sie ist nur ein bisschen verdeckt von der Wolke, ja, aber da hinten, hier sieht man überall noch die Sonne. Herrlicher Schnee. Es ist leider nicht genug Schnee hier, um einen Schneemann zu bauen. Ja, es ist auch nicht genug Schnee hier, um eine Schneeballschlacht zu machen. Ja, es ist ein bisschen wenig Schnee. Wenn mehr Schnee da wäre, dann könnte man aus dem Schnee Kugeln formen und sich mit dem Schnee bewerfen. Ja, man könnte sich mit dem Schnee bewerfen, wenn es mehr Schnee gäbe. Ja, wenn es mehr Schnee gäbe, dann könnte man Kugeln aus diesem Schnee formen und dann könnte man eine Schneeballschlacht machen. Aber ich benutze den Konjunktiv. Ich sage, wenn es Schnee gäbe, weil nämlich nicht so viel Schnee da ist. Ja, es ist nicht viel Schnee da, aber wenn viel Schnee da wäre, wenn es viel Schnee gäbe, dann könnte man eine Schneeballschlacht machen oder einen Schneemann bauen. Okay, also das ist doch echt herrlich, ja. Ich wollte einfach mal wieder ein Video machen über Berlin oder beziehungsweise über meinen Vorhof oder was bei mir so gerade passiert. Denn in letzter Zeit mache ich nicht so viel Videos. Ich möchte 1 bis 2 Videos pro Woche machen. Und der Grund, warum ich nicht so viele Videos mache, und ich weiß, ein paar von euch vermissen mich schon ein bisschen oder manche Leute schreiben mir in den Kommentaren und ihr sagt mir, wie froh ihr seid, dass ich wieder Videos mache und so weiter. Und ja, sie sind jetzt leider nicht mehr täglich. Aber dafür arbeite ich, wie gesagt, jeden Tag an der Akademie und mein Ziel dieses Jahr ist es, jeden Monat einen neuen Kurs herauszubringen. Ja? Ich möchte jeden Tag einen neuen Kurs herausbringen. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, wenn du mich vermisst, dass du dann zur Akademie gehst, ja, authenticgermanlearning.com/join oder academy.authenticgermanlearning.com und dort findest du ganz viele Übungsmaterialien und da kannst du auch einen Text lesen und dort kannst du auch die Tonaufzeichnungen anhören und manche haben es nicht mitgekriegt, aber man kann sich am Ende des Kurses sich die Dateien herunterladen. Ja? Wenn du mit dem Kurs fertig bist, dann kannst du dir kostenlos die Tonaufzeichnungen herunterladen. Ja? Das heißt, du bekommst jetzt auch Tonaufzeichnungen von mir. Und übrigens, dieses Jahr kommt auch der Authentic German Learning Podcast. Ja, der Authentic German Learning Podcast. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon hält. Und
ich bin auch gespannt, was du von der Akademie hältst. Ja? Also da bin ich gespannt, da kannst du mal in den Kommentaren schreiben, was du über die Akademie denkst und jegliches Feedback, was du zur Akademie hast. Denn ich möchte die Akademie so gut wie möglich machen. Ja? Und ich arbeite auch immer an den Kursen, die ihr am meisten haben wollt. Ja? Ich habe als erstes die schönsten Orte Deutschlands, erstellt, ja, den Kurs mit dem Namen, weil ihr mir gesagt habt, das ist der Kurs, den ihr am meisten haben wollt. Und jetzt habt ihr mir gesagt, der zweitwichtigste Kurs ist die deutsche Geschichte. Jetzt arbeite ich ganz fleißig an der deutschen Geschichte und bald wird es auch diesen Geschichtskurs geben. Ja? Und ich bin total, freue mich total darauf, weil ich auch sehr viel gelernt habe. Ja? Ich habe jetzt viel mehr einen Überblick über die Geschichte. Ich weiß jetzt viel mehr über die Geschichte und all dieses Wissen möchte ich dir auch geben durch den Kurs, der bald kommt. Ja? Wie gesagt, jeden Monat einen neuen Kurs, also im Januar wird der Geschichtskurs rauskommen, beziehungsweise der Geschichtskurs Teil 1. Denn die deutsche Geschichte ist ein sehr großes Thema und deshalb mache ich mehrere Teile. Ja, es wird mehrere Episoden sozusagen geben über die deutsche Geschichte. Ja, das ist alles sehr spannend. Da ja, freue ich mich drauf, was du davon hältst. Und ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Wie gesagt, sag mir dein Feedback in den Kommentaren. Was hältst du von der Akademie? Was hältst du von dem Kurs, wie man die deutsche Sprache fließend spricht in 2007? Ja? Und was hältst du von dem zweiten Kurs, die schönsten Orte Deutschlands? Ja? Ich freue mich wie immer auf deinen Kommentar und wir sehen uns später. Tschüss, danke fürs Zuschauen.